10.000 Euro sind eine Menge Geld und manch einer bei uns in der Community hat bereits so viel nur auf Steam ausgegeben. In Market Transactions und eben Ingame-Käufen. Ich selbst habe mal nachgeschaut, wie viel ich über alle meine drei Accounts insgesamt ausgegeben habe und vielleicht wird es euch etwas schockieren. Dreistellig ist doch im Normalfall, ist doch im Normalfall Tausenderbereich, oder? Weil es bei mir gar nicht mal so viel ist. Noch nicht mal so viel, wie ich selbst gedacht habe. Und zwar sind es bei mir 2052 Euro. Und wenn man bedenkt, dass mein Main-Account, ich glaube 16 oder 17 Jahre alt ist und da immer wieder fleißig Spiele gekauft wurden und auch mein zweiter Account bereits 5 oder 6 Jahre alt ist, ist das eigentlich ziemlich wenig, oder? Ich zeige euch gleich, wie man das selbst nachschauen kann. Ich nenne noch ganz kurz ein paar Zahlen aus der Community. Und zwar hat Sneasel zum Beispiel auf seinem Main-Account 7500 Euro ausgegeben und auf seinem zweiten Account nochmal 1500 Euro, also insgesamt 9.000 Euro. Sanse war auch ungefähr bei 10.000, schreibt er. Yakuza, man kennt ihn, moderater Yakuza, na sicher, bei 4,5.000 Ausgaben. Und Daira bei 5.000 Euro, nur auf Steam. Und das ist schon wirklich jede Menge Geld, das man da in Steam reingeballert hat. Ich zeige euch jetzt den sehr einfachen Weg, wie man das herausfinden kann, wie viel man ausgegeben hat. Und dann könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben, was ihr insgesamt ausgegeben habt, aber eben gerne auch mit der Unterteilung im Markt. Und dann eben Ingame-Käufen nochmal so separat. Ihr nutzt dafür einfach den Steam Inventory Helper. Ich habe Google Chrome und lade den einfach aus dem Chrome Web Store herunter. Bei mir ist der schon da, deswegen steht ihr halt entfernen. Ne? Bei euch steht da hinzufügen. Und danach loggt ihr euch einfach mit eurem Steam-Account ganz normal im Browser ein oder seid vielleicht auch schon längst eingeloggt. Und dann klickt ihr einfach hier oben drauf, dort wo euer Geld steht. Und schon seid ihr in diesem Bereich und könnt hier wunderschön sehen, was ihr eben bereits ausgegeben habt. Das ist mein dritter Account, hier habe ich logischerweise nicht wirklich viel ausgegeben. Auf meinem Main-Account, der Dumbabla, sind es 2018 Euro, auf dem zweiten Account 30 Euro und auf meinem dritten Account hier eben 4 Euro. Ihr könnt, wie gesagt, auch gerne diese Unterteilung aufführen, würde mich sehr interessieren, wo bei euch da wie viel Geld reingeflossen ist. Wenn ich jetzt drüber nachdenke, wie alt vor allem mein Main-Account zum Beispiel schon ist, auf dem das meiste Geld ausgegeben wurde, und ich sehe jetzt gerade, der ist 17 Jahre alt, ich habe den am 18. Januar 2006 erstellt, dann sind 2000 Euro in meinem Fall tatsächlich gar nicht so viel, würde ich sagen. Alleine, wenn man bedenkt, wie viele Spiele ich habe und wie viel die Spiele gekostet haben, ich habe bald 500 Spiele auf dem Account, dann ist das ziemlich gerechtfertigt. Ich denke, dass viele von euch gar nicht so viele Spiele auf den Steam-Accounts haben werden, sondern ja, die meisten richtig dick im Markt reingekauft haben, zwecks Skins oder Schlüssel, Kisten und so weiter und so fort, Case-Opening, pipapo. Aber natürlich werden auch einige dabei sein, die sich auch sehr, sehr gut eingedeckt haben, was Spiele angeht. Wir haben gerade gestern im Stream darüber gesprochen, wie es ist, wenn man zurückschaut auf die Zeit, die man in der Vergangenheit verbracht hat. Wenn man zum Beispiel in irgendeinem Spiel 5000 Stunden hat, dass man dann sagt, hey, waren die 5000 Stunden wirklich sinnvoll? Hätte ich da was anderes machen sollen? Bla bla bla. Haben natürlich festgestellt, schwierig zu sagen oder sowas kannst du eigentlich gar nicht sagen, rückwirkend. Ob das jetzt gut oder schlecht war, wenn die Zeit nice war, die du damit verbracht hast, ist gut. Wenn nicht, dann nicht. Jetzt kommt natürlich auch die Frage auf, war das Geld denn gut eingesetzt? Also, wenn man viel Gambling betrieben hat und viel verloren hat, ich denke, da werden die meisten Nein sagen, außer man hat wirklich in dem Maße gegambelt, dass man sagt, ich habe jedes Mal Bock gehabt. Ne? Also ich habe mir einfach ein bisschen was aufgeladen, habe 10 Kisten aufgemacht, habe eine Gaudi dabei gehabt, war geil und habe dann was gezogen oder auch nicht, scheißegal, der Spaß zählt. Okay, dann ist es in Ordnung. So gehe ich ja auch meine Gamble-Geschichten auf Daddy Skins und Co. an. Aber wer halt wirklich einfach reinballert und hofft, was zu bekommen, also wer gambelt und mit dem Ziel gambelt, auch irgendwas rauszubekommen, der wird natürlich viel, viel öfter enttäuscht und für den ist es wahrscheinlich rückwirkend dann rausgeschmissenes Geld. Wenn man wiederum die Spielekäufe betrachtet, dann kann man da ja eigentlich gar nicht wirklich Geld rausschmeißen, außer man kauft sich ein Spiel und spielt es halt nicht. Klar, das ist natürlich blöd. Aber wenn ich jetzt bei mir so reingucke, ich bin gerade auf dem Main-Account, möchte euch jetzt aber den Hintergrund nicht schon wieder volllegen mit irgendwas, sondern lass einfach das Gameplay da laufen. Und ich gucke zum Beispiel rein und habe hier bei Rust, was weiß ich, 200 Stunden knapp. Oder bei PUBG 170 oder bei Cyberpunk 127 Stunden. Das hat sich alles gelohnt, wobei ich sagen muss, Cyberpunk habe ich auch geschenkt bekommen. Aber zum Beispiel Fallout 4, da habe ich 92 Stunden drin. Ist es nicht die Welt, weil ich es auch schon auf der Konsole gespielt habe. Hä? Aber das waren richtig schöne 92 Stunden. Es ist ja nicht so, dass ich das Geld ausgebe und dann sage, jetzt muss ich das spielen, damit es sich gelohnt hat. Sondern ich habe ja Bock dabei. Also ich denke, da wird es eine krasse Unterscheidung geben in Sachen, das Geld hat sich gelohnt, die Ausgabe hat sich gelohnt oder es hat sich eben nicht gelohnt. Wenn ich hier durchgucke, kann ich das kaum so beschreiben, weil ihr so krasse Macher seid und ich halt die meisten Games, die ich am meisten enjoy, habe ich eh von euch geschenkt bekommen. Wenn ich hier alleine Vampire Survivors sehe, 42 Stunden. Saikusa, ich weiß, du hast 42.000 Stunden. Hab ein bisschen gespuckt, sorry. Ja, das war einfach von dir gut angelegtes Geld. Was waren das, 2 Euro oder was? Das ist einfach insane, wie viel Bock das gemacht hat. Naja, ja, also diese Frage kann man sicherlich noch nebenbei aufbringen und da könnt ihr eben auch gerne was zu sagen, wenn ihr wollt. Wie ist es bei euch? Habt ihr diese Geldausgaben gefühlt? Waren die gut? Oder hat sie es im Nachhinein so ein bisschen kacki angefühlt? Man kann ja auf Steam auch, jetzt nochmal was Spiele angeht, auch wieder Spiele zurückgeben.
wenn man nur x Stunden gespielt hat, glaube ich, oder nicht über x Stunden hinaus gespielt hat. Das war jetzt übrigens wieder eine sehr nice Videoidee von Sneasel. Gerade vor kurzem haben die Jungs halt reingeschaut, was sie so ausgegeben haben. Und er meinte, alter Falter, mach doch mal ein Video genau dazu. Wäre doch interessant zu sehen, was unsere Community bereits ausgegeben hat auf Steam. Und da wir uns alle ja doch sehr stark auf Steam bewegen, ist das, finde ich, wirklich ein super Thema. Also Diesel, Daumen nach oben, ist doch klar. Das wäre es dann soweit wieder gewesen. Natürlich lösen wir jetzt noch ein Giveaway auf und machen noch ein neues. Ich muss noch gucken, welches wir auflösen. Mittlerweile haben wir irgendwie drei offen oder so gleichzeitig. Das war das hier. Und zwar gab es, ach genau, da gab es zwei Sachen. Ticket to Hell und den Sticker oder was? Okay. Die Ticket to Hell ist schon sehr, sehr geil. Mal gucken, wem wir die gönnen. Man musste, wie gesagt, schreiben, ob man bei diesem Twitter-Giveaway von Daddy Skins mitgemacht hat oder mitmachen möchte zu dem Zeitpunkt. 22 Kommentare, vielen Dank dafür. Wir schauen rein und wie gesagt, derjenige, der hier gleich angezeigt wird, der muss eben noch zu diesem Twitter-Giveaway irgendwas geschrieben haben als Codewort. Nice, gerne Video, danke, dass du ein paar normale Käse... Bitte schön, Hangover ist doch klar, mein Call. Nächstes Video, dickes Knife, kannst ja vielleicht mehrere Käse öffnen und ein kleines... IBMs Hangover und ich bin beim Twitter-Giveaway dabei. Na also, Hangover. Du hast somit die USPS Ticket to Hell und den Sticker gewonnen. Schreib mir bitte hier auf dein YouTube-Profil in deine Kanalinfo deinen Trade-Link rein und antworte bitte hier unter diesem Video, dass du mitbekommen hast, dass du gewonnen hast. Also sowas wie, wow, ich habe gewonnen, cool, ich habe dir meinen Link schon in meine Dingens geschrieben, Kuss oder sowas. Und ja, wir machen natürlich noch ein neues Giveaway, ist doch klar, komm auf. Und zwar gibt es für euch dieses Souvenir Glock 18 Pink Didipad zu gewinnen, gespendet von Phoenix Drachen. Vielen, vielen lieben Dank, Kuss geht raus. Nur durch euch oder wegen euch kann ich überhaupt so viele Giveaways machen. Wir hauen ja auf Twitch alleine schon dreimal die Woche, jeden Dienstag und Donnerstag und auch jeden Freitag richtig fette Giveaways raus. Im Moment fast jeden Abend 30 bis 40 Euro große Sachen. Das ist schon ziemlich insane. Und solche Filler-Skins, wie eben die Souvenir Glock 18 und auch viele, viele andere, sind dann natürlich auch sehr, sehr gefragt für den Zweitplatzierten, beziehungsweise für YouTube. Es ist einfach eine schöne Sache, da ich ja auch fast in jedes Video sowas einbaue. Vielen, vielen Dank dafür. Wenn man hieran teilnehmen möchte, schreibt man einfach wie immer in die Kommentare über das aktuelle Thema. Also zum Beispiel, wie viel ihr schon ausgegeben habt auf Steam, ob das gute Ausgaben hat oder nicht, so irgendwie, wie ihr halt Bock habt. So denn, aber es muss schon Codewort-mäßig damit zu tun haben, wie viel man ausgegeben hat oder ob die Ausgaben, die man bereits getätigt hat, gut oder schlecht waren. Wenn man einfach nur schreibt, hey, cooles Video, weiter so, kann man nicht gewinnen. Gut, meine Damen und Herren, dann sehen wir uns im nächsten Video oder im nächsten Livestream. Kommt sehr gerne ran. Euch. Es gibt zum Beispiel jetzt am Freitag eine AWP Hyperbeast. Die ist schon sehr, 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 sehr fett. In 14 Tagen gibt es Driver Gloves für eine Woche. Also da mache ich ein Giveaway auf, eine Woche lang auf Twitch. Und da kann man Glöffchen, also Handschuhe gewinnen. Und auch das nächste Knife steht schon fest. Von Eskelemi gespendet. Absoluter Mara. Das sind halt so Twitch-Sachen. Ne, da gehen dann so Sachen raus wie die hier. Oder das hier und so weiter und so fort. Ich will jetzt nicht alle Sachen aufmachen. Aber die Twitch-Giveaways, die lohnen sich halt dann nochmal ein bisschen mehr. Da sind halt einfach dickere Sachen drin. Also es ist schon schmackhaft, ne? Klar, ist verlinkt in der Beschreibung, ne? Kuss. Also haut rein, bis zum nächsten Video, bis zum nächsten Livestream. Wir sehen uns. Danke für die Kommentare, für die Likes und fürs Anschauen. Later. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gebe ich mit deiner dicken fetten Mutter auf die Instagram-Messe. What?